Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe, diesmal mit den Blackwing oder halt den Schwarzflügeln, wie sie auf Deutsch heißen. Diesmal handelt es sich um einen Wunsch von einem Zuschauer, der gerade erst angefangen hat und deswegen noch einige Startschwierigkeiten hatte. Und da dachte ich mir, ich greife ihm etwas unter die Arme und natürlich ist das jetzt hier auch für alle anderen, die jetzt mit dem Spiel neu anfangen wollen und nicht so die Ahnung haben. Denn bei der Auswahl der hier verwendeten Karten habe ich versucht darauf zu achten, dass jetzt nicht so wirklich viel Neues dabei ist, sodass man halt erstmal reinkommen kann ins Spiel. Aber natürlich handelt es sich bei dem System an sich, also den Blackwings, um ein System, was der Zuschauer sich gewünscht hat. Deswegen nicht wundern, warum ich dieses System ausgewählt habe. Aber natürlich könnt ihr auch jederzeit eigene Vorschläge mit einbringen. Nun aber auch erstmal zum Deck an sich. Die Schwarzflügel sind, für die Leute, die es noch nicht wissen, ein finsternes Synchro-System. Darauf ausgelegt, möglichst schnell, möglichst starke Synchro-Monster zu beschwören. Beziehungsweise, falls es die Situation erfordert, natürlich auch nicht nur ein starkes, sondern viele verschiedene Monster zu rufen. Da alle Monster vorweg den Titel Schwarzflügel bzw. im Englischen Blackwing haben, werde ich das jetzt nicht extra nochmal vorlesen. Ich werde dann halt einfach nur die Namen und die Effekte kurz erklären und dann wie gewohnt die einzelnen Spielmöglichkeiten der Karten dann in den Duellen. Und dann fangen wir doch auch gleich an mit Shura, die blaue Flamme. Dabei handelt es sich um ein relativ starkes Stufe 4 Monster, das an sich nur einen Effekt hat, und zwar, dass es, wenn es ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört und auf den Friedhof legt, kannst du dir ein Schwarzflügelmonster von deinem Deck spezial beschwören. Allerdings muss es 1500 ATK oder weniger haben und seine Effekte werden annulliert. Warum ich den wie viele andere Karten auf 3 spiele, sieht man dann, wenn das Deckprofil durch ist. Nur kurz vorweg hat es halt den Hintergrund, dass wir bei einem Synchro-Deck eine relativ große Monsterbasis brauchen, zumindest jetzt bei dem Aufbau von den Blackwings. Das heißt, bei einem Aufbau, der auf relativ alte Karten noch setzt, obwohl die jetzt halt trotzdem immer noch auch in den neueren Versionen teilweise im Kern des Ganzen sind. Als nächstes spiele ich dann noch 3-mal Bora, der Speer. Sein Effekt ist eigentlich ganz einfach, dass du ihn von der Hand speziell beschwören kannst, wenn du ein anderes Schwarzflügelmonster kontrollierst, also außer Bora, der Speer. Und wenn er einen Monster-Verteidigungsmodus angreift, hat er halt Death-Durchschlag. Und dazu spiele ich ebenfalls auf 3 noch Kries, das Morgengrauen. Er hat ähnliche Effekte wie Bora, also er kann auch von der Hand speziell beschworen werden, wenn du ein Schwarzflügelmonster kontrollierst, außer ihm selber natürlich. Das bedeutet, wenn du 2 Exemplare davon auf der Hand hast, musst du erst dem auf dem Feld dann loswerden, bevor du den zweiten beschwören kannst. So würde das Ganze bei Bora funktionieren. Bei Kries ist es allerdings so, dass im Kartentext namentlich steht, dass du ihn auf diese Art und Weise nur einmal als Spezialbeschwörung beschworen kannst. Das heißt, dass du bei ihm nicht darauf achten musst, wenn du 2er hast, wie du dann beide beschwörst, weil du eh nur einen davon beschwören kannst. Beziehungsweise, wenn schon einer auf dem Feld ist, musst du den halt trotzdem auch erst loswerden, damit du dann den von der Hand Spezialbeschwören kannst. Und im Gegensatz zu Bora hat Kries nicht den Effekt, dass er Death-Durchschlag macht, wenn seine Angriffspunkte höher sind als die Verteidigungspunkte des Gegners, sondern einfach nur, dass er einmal pro Spielzug weder durch Zauber noch durch Fallenkarten-Effekte zerstört werden kann. Das bedeutet, er ist relativ safe und bleibt auch relativ lange auf dem Feld, zumindest für den Anfang. Und als letztes spiele ich dann noch einmal Sephiroth, die Elite. Sein Effekt besagt eigentlich ganz einfach, wenn er im Friedhof liegt, kannst du eine offene Karte, die du kontrollierst, wieder auf die Hand nehmen und ihn dafür dann als Spezialbeschwörung beschwören, danach also 400 Schaden. Allerdings muss man dabei beachten, dass dieser Effekt nur einmal pro Duell geht. Das bedeutet, man kann ihn nicht permanent vom Friedhof wieder aufs Feld rufen, indem er seine eigenen Karten wieder hochgibt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich ihn erstens nur auf 1 spiele und wir zweitens schon eine relativ große Monsterbasis der Stufe 4 haben und dann auch noch eine, die sich wesentlich einfacher beschwören lässt. So, da wir jetzt ja schon die eine Hälfte der Akteure kennengelernt haben, sehen wir doch uns gleich auch die andere Seite an, und zwar die, die das Deck an sich eigentlich erst zu einem Synchro-Deck macht, und zwar die Empfänger. Und da hätten wir als erstes Galet, der Wirbelwind. Auch er hat wieder den Effekt, dass er speziell beschworen werden kann, also von der Hand, wenn du ein anderes Schwarzflügelmonster kontrollierst, außer ihm selber, beziehungsweise jemand mit demselben Namen. Aber zusätzlich hat er noch den Effekt, dass er einmal pro Spielzug ein offenes Monster wählen kann, das dein Gegner kontrolliert und es dann von den Werten halbiert. Was besonders gut sein kann, wenn man zum Beispiel über starke Monster vom Gegner drüber muss oder extrem viel Kampfschaden anrichten will. Und weil er halt auch in allen Belangen extrem gut ist, spiele ich ihn wie gesagt auch auf 3. Im Gegensatz zu Orochi, die Sturmböe, auch er hat wieder den Effekt, dass er auf die ganz normale Schwarzflügelart und Weise beschworen werden kann. Also wenn ein anderes Schwarzflügelmonster auf dem Feld ist, außer ihm selber, kannst du ihn dann von der Hand beschwören. Allerdings hat er auch wieder den Nachteil, dass dieser Beschwörungseffekt nur einmal pro Spielzug geht, was aber in diesem Fall eigentlich irrelevant ist, weil wir ihn wie gesagt eh nur auf 1 spielen. Zusätzlich dazu hat er noch den Effekt, dass wenn er für eine Synchro-Beschwörung benutzt wird, also als Synchromaterial auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Monster auf dem Spielfeld wählen und seine Kampfposition ändern, und dabei ist es unabhängig davon, welches Monster es ist und wem es gehört. Da wir aber nicht nur Monster von der Hand beschwören können, weil wir auch irgendwann keine Handkarten mehr haben, spiele ich auch 2-mal Blizzard, der
hohe Norden. Im Gegensatz zu den restlichen Schwarzflügeln hat er den Effekt, dass er erstens nicht spezialbeschworen werden kann. Das bedeutet, er kann auch nicht vom Friedhof spezialbeschworen werden, was sein Einsatzgebiet dann doch etwas beschränkt. Allerdings ist ein anderer Effekt, und zwar, dass wenn er normal beschworen wird, du ein Schwarzflügelmonster der Stufe 4 oder niedriger von deinem Friedhof dann spezialbeschworen kannst, allerdings halt in Verteidigungsposition, aber das spielt keine Rolle, weil wir es im Regelfall sowieso als Synchro-Material dann verwenden. Extrem gut, wenn wir bedenken, dass wir auch mal in Situationen kommen, in denen wir nicht viele Handkarten haben und damit dann auch wieder neu ins Spiel kommen können, weil er quasi eine Instant-Synchro ist oder eine andere Möglichkeit, dem Gegner weiter zuzusetzen. Auf eine andere Art und Weise ganz nützlich ist dann Pinaki, der zunehmende Mond. Sein Effekt besagt zwar, dass er nicht für Synchro-Beschwörungen benutzt werden kann, außer für Schwarzflüge-Synchro-Monster, aber das ist aufgrund seiner Stufe auch vollkommen egal, weil dadurch, dass er Stufe 3 ist und er im Regelfall damit nur Synchros der Stufe 5 oder 6 erlaubt, spielt das nur wenig Rolle, zumindest in dem Aufbau jetzt. Sein eigentlicher und zwar wichtiger Effekt ist der, dass wenn er in diesem Spielzug auf den Friedhof gelegt wurde, kannst du dir in der Endphase dann ein Schwarzflügelmonster vom Deck auf die Hand nehmen, außer natürlich Pinaki selber. Allerdings gibt uns das dann schon die Möglichkeit, dass wir das auch im Spielzug des Gegners aktivieren können, beziehungsweise halt in der Endphase des Gegners. Die Möglichkeit, die wir brauchen, um uns spezielle Handkarten rauszusuchen und dann in unserem eigenen Zug richtig loslegen zu können. Und als letztes spiele ich dann noch dreimal Kalut der Mondschatten. Er ist dafür da, um die Angriffspunkte ein bisschen auszugleichen, die wir eventuell brauchen, um Monster vom Gegner zu besiegen, die ein bisschen stärker sind. Weil sein Effekt ist nämlich, dass man ihn während des Damage Traps eines beliebigen Spielers dann von der Hand auf den Friedhof legen kann, wenn ein Schwarzflügelmonster, das du kontrollierst, angreift oder angegriffen wird. Das ist ganz wichtig, also auch wenn dein Gegner das Monster angreift, kannst du es abwerfen und dafür erhält das Monster dann ganz einfach 1400 Angriffspunkte. Und damit wären wir dann auch schon durch, was die Monster angeht. Für alle, die das Spiel jetzt schon länger spielen und sich auskennen, wird das Deck nicht sonderlich stark erscheinen, was es theoretisch auch nicht unbedingt ist. Allerdings war das wie gesagt auch keine großartige Voraussetzung, weil es erstmal spielbar sein sollte und dann auch noch leicht verständlich für den Anfang. Wobei ich zugeben muss, gleich am Anfang mit einem Synchro-Thema einzusteigen, vielleicht auch nicht unbedingt einfach ist. Allerdings denke ich mal, dass das zumindest von den Monstern, dadurch, dass kein extrem hochstufiges Monster dabei ist, beziehungsweise keine extrem komplizierte Mechanik in dem Deck verwendet wird, noch relativ einfach zu verstehen. Und damit kommen wir dann auch schon zu den wenigen Zauberkarten, die ich jetzt hier dafür ausgewählt habe. Klar, Standardkarten wie Raigeki, dass man alle Monster vom Gegner zerstören kann, oder Verlockung der Finsternis, gehören halt einfach in das Deck rein. Verlockung ist besonders hier jetzt effektiv, weil man zieht zwei Karten und muss dafür irgendein beliebiges Monster von der Hand dann entfernen, weil es wirklich alles Finsternismonster sind und man deswegen, wenn man Monster auf der Hand hat, keine Angst haben muss, dass man seine gesamte Hand verliert. Aber natürlich haben die Blackwings auch eine eigene Mechanik, um sich Karten dann wieder auf die Hand zu holen. Die einfachste und wahrscheinlich auch effektivste Karte davon ist der schwarze Wirbelwind. Sie sagt halt ganz einfach aus, wenn ein Schwarzflügelmonster als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du dir ein Schwarzflügelmonster mit weniger ATK vom Deck auf die Hand nehmen und der Vorteil daran ist, wenn man die Karte zweimal draußen hat, darf man sich zwei Monster raussuchen. Man muss halt wirklich nur darauf achten, dass das Monster, was man beschwört, dann halt auch genug Angriffspunkte hat, damit man sich überhaupt was Effektives raussuchen kann. Und da sind wir dann auch schon bei den Fallenkarten angekommen, wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich von den vielen verschiedenen Schwarzflügelkarten jetzt nur eine einzige Falle spiele von denen, also die zumindest direkt für die vorgesehen ist, und zwar Schwarzer Schall. Sie ist ähnlich wie eine Spiegelkraft, also sie zerstört allerdings nicht die Monster, sondern wenn dein Gegner ein Schwarzflügelmonster angreift, das du kontrollierst, kannst du alle Karten im Angriffsmodus von deinem Gegner verbannen. Und zusätzlich dazu hat sie noch einen relativ einzigartigen Effekt, und zwar, wenn du genau drei Schwarzflügelmonster und keine anderen Monster kontrollierst, kannst du diese Karte von deiner Hand aktivieren. Das bedeutet, du kannst deinen Gegner noch besser in eine Falle locken, wenn du das richtig getimt bekommst mit den Monstern. Da sie aber relativ schwer zu bringen ist und wir durch das System als Synchrosystem an sich schon relativ darauf angewiesen sind, nicht in Situationen zu kommen, in denen wir in der Defensive sind, spiele ich sie halt auch nur auf 1. Allerdings im Gegensatz dazu spiele ich Icarus Angriff auf 3. Sie ist jetzt nicht speziell für die Blackwing vorgesehen, allerdings da es sich dabei um ein System von geflügelten Ungeheuern handelt und man beim Icarus Angriff einem Monster vom Typ geflügeltes Ungeheuer als Tribut anbieten muss, um dafür dann zwei Karten auf dem Spielfeld zerstören zu können, denke ich mal, eignet sich die Karte auch mit perfekt dafür. Und ja, einige von euch werden jetzt sagen, man erkennt doch ganz eindeutig, dass auf dem Karten
Kartencover ein Schwarzflügelmonster zu sehen ist. Allerdings heißt das ja nicht zwangsläufig, dass die Karte nur für Blackwing jetzt vorgesehen ist. Wäre das nämlich so, würde das irgendwo im Namen stehen, beziehungsweise als Voraussetzung für ein Monster, das man dafür dann als Tribut anbieten muss. Darum soll es ja jetzt aber auch gar nicht gehen, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns den Rest der Karten noch an. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Stables wie Bodenlose Fallgrube, Ernste Warnung, Fallischer Schlag oder vielleicht auch nicht mehr ganz so aktuelle Karten wie Teuflische Kette oder Ruf der Gejagten. Wobei ich sagen muss, dass Ruf der Gejagten natürlich jetzt mittlerweile auch schon in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Nachteilen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, existiert. Aber generell kann man, denke ich, davon ausgehen, solange man ein Monster vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwört und es danach dem normalen Spielverlauf nicht unbedingt im Weg steht, also dass man zum Beispiel damit ganz normal weiter Synchrobeschwörung machen kann oder sowas, ist da die Wahl der Waffe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, frei. Und Ruf der Gejagten ist halt einfach eine Karte, die schon extrem lange existiert und auch zumindest theoretisch jedem bekannt sein sollte. Und da bleibt uns ja dann eigentlich nur noch das Extra-Deck, über das wir dann nochmal kurz rüberrutschen müssen. Das besteht halt zur Hälfte eigentlich oder fast zur Hälfte aus den spezifischen Blackwing-Synchros und zur anderen Hälfte dann eher aus allgemein beziehungsweise doch eher zur Zeit verwendeten Synchros. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich mich auf die Hälfte jetzt beziehe, rede ich von den Synchro-Monstern im Allgemeinen. Ich spiele jetzt hier auch noch 4 Exit-Monster, die halt in bestimmten Situationen auch immer ganz praktisch sind, beziehungsweise die man halt auch mit dazu spielen sollte. Aber jetzt noch einen kurzen Überblick zu den Monster-Effekten an sich. Da hätten wir als erstes dann Schwarzflügel-Zähmer Obsidian Falke Joe. Seine Effekte sind relativ gut, deswegen spiele ich ihn auch zweimal im Extra-Deck, damit man immer die Möglichkeit hat, auf ihn zu kommen. Und zwar ist der erste Effekt, dass du ein beliebiges geflügeltes Ungeheuer der Stufe 5 oder höher von deinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören kannst. Und der zweite Effekt ist, dass du während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, falls genau diese Karte als Ziel für einen Angriff oder für den Effekt einer Karte gewählt wurde, du ein anderes Ziel auf dem Spielfeld wählen kannst, das die Voraussetzung erfüllt, dass es erstens ein Schwarzflügelmonster ist und zweitens, dass es dafür auch gezielt werden kann. Also beispielsweise, falls er für einen Effekt gewählt wird, der ein Monster über Stufe 4 braucht, kannst du dafür dann nicht als neues Ziel dann zum Beispiel einfach Bohrer der Speer wählen. Und natürlich können beide Effekte von Joe nur namentlich einmal pro Spielzug aktiviert werden. Das bedeutet, auch wenn du ihn zweimal auf dem Feld hast, kannst du nicht beide Effekte jeweils zweimal bringen. Als nächstes spiele ich dann noch zweimal Schwarzflügel Northung das Sternenlicht. Er hat halt zwei relativ nützliche Effekte, und zwar besagt der erste, wenn er als Spezialbeschwörung beschworen wird. Und dabei ist wichtig, dass nur Spezialbeschwörung dasteht und nicht Synchrobeschwörung. Das bedeutet, auch wenn er vom Friedhof spezialbeschworen wird, könnte dann sein Effekt losgehen. Und zwar besagt er, wenn er spezialbeschworen wird, füge deinem Gegner erstens 800 Schaden zu, und wenn du das getan hast, kannst du ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, und das verliert dann 800 Angriffs- und Verteidigungspunkte, also dauerhaft. Und zusätzlich dazu kannst du während deiner Main Phase eine zusätzliche Normalbeschwörung bzw. ein Setzen von einem Schwarzflügelmonster machen. Allerdings kannst du beide Effekte natürlich nur einmal pro Spielzug erhalten, aber damit kann man dann trotzdem schon einiges anstellen. Das nächste Monster ist zwar auch ein Schwarzflügel, aber genauso wie Joe wieder ein Schwarzflügel der etwas anderen Art, und zwar Angriffsschwarzflügel Shidori der Sprühregen. Sein Effekt ist etwas eigenartig, weil wenn er als Synchrobeschwörung beschworen wird und dabei ein Schwarzflügelmonster dabei war, wird er zum Empfänger, was im ersten Moment jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, weil ein hochstufiger Empfänger an sich nicht unbedingt nützlich ist. Allerdings kann man damit dann doch schon ganz schön interessante Sachen anstellen. Allerdings sind auch seine anderen Effekte nicht zu vernachlässigen, und zwar bekommt er erstens 300 ATK für jedes Schwarzflügelmonster in deinem Friedhof. Das bedeutet, er bekommt schon jede Menge Angriffspunkte und ist damit extrem wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, über starke Monster vom Gegner drüber zu kommen. Und außerdem hat er den Effekt, wenn er zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du ein Synchromonster vom Typ geflügeltes Ungeheuer, außer ihm selber natürlich, dann vom Friedhof speziell beschwören, was die ganze Sache dann doch wieder recht interessant macht, um dann zum Beispiel weiterspielen zu können. Allerdings, da Angriffspunkte nicht unbedingt so der Vorteil an dem Deck sind, beziehungsweise auch nicht immer nützlich, weil wir ja Kalut haben, spiele ich ihn nur auf 1. Ähnlich wie Shidori ist auch das nächste Monster ein Angriffsschwarzflügel, und zwar Raikiri der Regenschauer. Auch er hat wieder den Effekt, dass wenn er mit einem Schwarzflügelmonster als Synchrobeschwörung beschworen wird, er dann ein Empfänger ist, also wieder ein Stufe 7 Empfänger. Allerdings spiele ich ihn, wie man sehen kann, zweimal, und das halt hat
hat den Hintergrund, dass sein zweiter Effekt halt für das Deck eigentlich wie geschaffen ist. Und zwar kannst du einmal pro Spielzug Karten von deinem Gegner zerstören in Höhe der Anzahl an Schwarzflügelmonster, die du kontrollierst. Das bedeutet, dass wenn man seinen Effekt benutzt, bevor man anfängt, die ganzen kleinen Schwarzflügelmonster, von denen man ja dann relativ viele hat, dann zu einem großen oder zu zwei großen zusammenzubauen, kann man schon beim Gegner ordentlich was wegräumen. Womit man auch ordentlich was wegräumen kann, ist der schwarze Rosendrache. Auf den kommen wir in dem Deck ebenfalls, weil es wie gesagt keine großartigen Beschränkungen darin gibt, was wir mit den Schwarzflügeln zusammen synchronisieren, bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Und wer sich den Effekt vom Rosendrachen jetzt durchlesen wird, wird merken, dass ich jetzt einen Effekt weggelassen habe. Allerdings ist das der Effekt, den wir in dem Deck eigentlich nicht benutzen können, deswegen ist er irrelevant. Und hauptsächlich wird der schwarze Rosendrache auch dafür benutzt, um das gesamte Feld zu zerstören. Dabei muss man halt aber darauf achten, dass man dann trotzdem noch die Möglichkeit hat, andere Sachen zu beschwören danach, beziehungsweise dass man noch eine Hand hat, um weitermachen zu können, weil andernfalls kann es durchaus passieren, dass man sich damit selber schachmatt setzt. Die nächsten beiden Monster sind etwas spezieller, und zwar der Glasflügel und der Kristallflügel-Synchrodrache. Ihre beiden Effekte sind relativ nützlich in vielen Situationen, allerdings aufgrund der Tatsache, dass der Text etwas merkwürdig formuliert ist und man die feinen Unterschiede in den Formulierungen mit Worten auch nur schwer erklären kann, schlage ich an dieser Stelle einfach mal vor, dass man sich die beiden einfach mal selber durchliest. Entweder indem man bei DevPro sich die Karten einfach mal raussucht oder indem man jetzt hier halt einfach auf Stopp drückt und es vergrößert. Das hat halt hauptsächlich den Hintergrund, dass man die beiden Karteneffekte auch wirklich genau und auswendig kennt, weil nicht nur wird man öfter gegen die antreten müssen und muss dann halt auch entscheiden, wie man die auskontert am besten, sondern sollte man das Deck weiterentwickeln, wird man auf den beiden auf jeden Fall sitzen bleiben, weil die wie gesagt halt einfach extrem gut sind. Eine Karte, die ebenfalls extrem gut ist, allerdings nur auf 1 gespielt werden darf, weil die Liste das halt so vorschreibt, ist Krishula, der Drache der Eisbarriere. Einfach gesagt, wenn man ihn beschwört, kann man sich aussuchen, ob man eine Karte von der Hand des Gegners, vom Feld des Gegners und oder vom Friedhof des Gegners entfernen will. Also im Zweifelsfall kann man alle drei entfernen. Und alleine aus der Tatsache, dass man damit dann doch schon extrem viele Strategien des Gegners durchkreuzen oder zumindest einschränken kann, lohnt er sich auf jeden Fall. Und damit wären wir auch schon durch, was die Synchromonster angeht. Da bleiben ja jetzt nur noch die paar einzelnen Exit-Monster. Kurz zur Erklärung, wer nicht weiß, was Exit-Monster sind. Im Gegensatz zu den Synchromonstern werden die Monster, die Voraussetzungen für die Beschwörung des Synchromonsters erfüllen, nicht auf den Friedhof gelegt, sondern die werden untereinander zusammengelegt und dann wird das Exit-Monster draufgelegt. Das hat halt hauptsächlich den Hintergrund, dass die Karten, die da drunter liegen, als Exit-Material dienen, um dann zum Beispiel abgehangen zu werden, um den spezifischen Effekt zu aktivieren oder halt auch einfach als Voraussetzung für andere Effekte, die dann von der Karte speziell abhängig sind. Da es sich bei den Exit-Monstern, die ich hier spiele, nicht um Unbekannte handeln, werde ich jetzt auch nur kurz durchgehen. Als erstes Castell. Man kann ein Material abhängen, um ein offenes Monster auf dem Spielfeld in verdeckte Verteidigungsposition zu ändern, oder man hängt zwei Materialien ab, um eine offene Karte ins Deck zurückzumischen. Das ist besonders dann nützlich, wenn man zum Beispiel gegen Monster kämpft, die nicht durch Kampf zerstört werden können. Dann als nächstes noch Gagaga Cowboy. Er hat Effekte abhängig von der Position, in der er sich befindet. In Verteidigungsposition kannst du ein Material abhängen und dann einfach deinem Gegner 800 Schaden zufügen. Und in Angriffsposition kannst du ein Material abhängen und wenn diese Karte dann ein gegnerisches Monster angreift, erhält er nur während dieses Spielzuges dann 1000 Angriffspunkte und das gegnerische Monster verliert nochmal 500 Angriffspunkte. Allerdings ist das halt auch nur so lange aktiv, wie sich das Monster dann wirklich im Kampf befindet, also eigentlich nur während des Damage Steps, wenn man es genau nehmen will. Aber man hat schon die Möglichkeiten, auch über stärkere Monster drüber zu kommen, deswegen lohnt er sich auf jeden Fall. Das nächste Exit-Monster ist dann Eisungeheuer Seraphine. Sie ist ein Exit-Monster, was man in dem Deck auf jeden Fall spielen sollte, weil sie nicht nur als Voraussetzung hat, dass du zwei geflügelte Ungeheuer dafür brauchst, um sie zu beschwören, sondern weil ihr Effekt an sich ist halt auch ideal, weil du kannst einmal pro Spielzug ein Exit-Material von dieser Karte abhängen, dann annullierst du so viele offene Karten von deinem Gegner wie möglich und falls du das getan hast, also falls mindestens eine annulliert wurde, erhält sie ATK in Höhe der offenen Karten auf dem Spielfeld mal 300. Das bedeutet, wenn du bei deinem Gegner mindestens eine Karte annullieren kannst und dann insgesamt 10 Karten auf dem Feld liegen, erhält sie nochmal 3000 Angriffspunkte und das ist, denke ich mal, schon ein Grund, warum man sie auf jeden Fall spielen sollte. Allerdings hat es natürlich auch den Nachteil, dass es nur bis zu deiner nächsten Standby-Phase hält, was bedeutet, dass du ihren Effekt nur zweimal benutzen kannst, um beim Gegner was wegzuannullieren, was allerdings auch ausreichen sollte, um dem Gegner dann zumindest etwas in die Enge zu drängen in der Zeit. Und falls das Ganze mit dem in die Enge drängen überhaupt nicht funktioniert, spiele ich noch einmal Aufzieh Zen Mai Minen. Das ist jetzt eher eine persönliche Vorliebe von mir, weil sie halt den Vorteil hat, dass sie bis zu 3 Angriffe übersteht und man dann immer noch was zerstören kann, falls man Glück hat, wenn natürlich alle 3 Angriffe in einem
einem Spielzug durchgehen, hat man halt das Problem, dass sie einfach weg ist. Allerdings, wie gesagt, ihr Effekt ist halt, wenn sie auf dem Spielfeld zerstört werden würde, kannst du stattdessen ein Material von ihr abhängen und einmal pro Spielzug während der Endphase, falls du ein Material abgehangen hast, kannst du eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Aber wie gesagt, natürlich kann jeder die Karten dann reinnehmen, die er dann halt auch wirklich spielen will. Allerdings würde ich empfehlen, zumindest für Anfänger, dass sie für den Anfang zumindest den Aufbau hier jetzt erstmal übernehmen und damit ein bisschen spielen, um in das Spiel reinzukommen. Es sei denn natürlich, ihr sagt jetzt, nee, Synchros sind jetzt nicht so mein Ding, ich würde lieber, keine Ahnung, mit einem Exceed-Deck oder sowas anfangen. Dann könnt ihr das auch einfach Bescheid sagen. Dann werde ich mal sehen, was ich da bis zum nächsten Mal beziehungsweise bis zu einem späteren Zeitpunkt dann halt so machen kann. Aber ich hoffe natürlich jetzt, dass es euch erstmal gefallen hat und sage mal, so viel bis dahin, bis zum nächsten Mal.